Wir sind in Hamburg-Nord in der Geburtshilfe und Neonatologie und ich freue mich ganz besonders auf ein Gespräch mit Frau Dr. Schmidtke, Frau Dr. Gebur. Ich habe die besten Erinnerungen an diese besondere Kombination der beiden Abteilungen, ich freue mich hier zu sein. Was macht die beiden Abteilungen aus? Ich denke, dass wir also eine ganz hervorragende Zusammenarbeit haben und unsere Abteilungen, ich kann für die Geburtshilfe sprechen, da steht die physiologische Geburt im Vordergrund und die besondere Betreuung der Frauen. Wir machen einen großen Aufwand im Vorgespräch, dann unter der Geburt die Frauen dort abzuholen und zu begleiten und uns auf ihre Wünsche einzustellen. Was macht die Zusammenarbeit besonders? Als erstes, dass ich jedem, der ein Kind bekommt, sagen würde, geht zu Frau Gebur. Also mit anderen Worten, tiefstes Vertrauen. Und die Gewissheit, dass das, was wir am wichtigsten finden für unsere Patienten, also dass wir sie am besten gesund machen und dass wir Mutter und Kind nicht trennen, dass das für uns beide die oberste Priorität hat. Und dann ist es hinten raus so, dass fast immer die gleichen Ideen rauskommen. Und wenn man dann noch Expertenwissen teilt und eine Sprache spricht, mit der man sich gegenseitig versteht, dann macht es auch richtig Spaß. Es sind jetzt sehr viele Geburten, knapp 2000, die es diese Einrichtung hat. Gibt es in den Konzepten der anbietenden Häuser, gerade der großen Kliniken, da deutliche Unterschiede im Vergleich zu dieser? Also wir sind ja mit 2000 Geburten etwas kleiner als die anderen Perinatalzentren in Hamburg und wir müssen die gleichen Voraussetzungen nach dem GBA-Beschluss erfüllen. Und dadurch haben wir entsprechend alle Spezialisten vor Ort, die erforderlich sind, betreuen aber eben etwas weniger Geburten und dadurch können wir uns den Frauen, denke ich, persönlicher widmen. Das ist immer eine emotionale Entscheidung. Ich habe die selbst dreimal mit meiner Frau treffen müssen. Beim dritten haben wir uns für sie entschieden. Was macht diese emotionale Entscheidung aus? Also warum entscheiden sich immer noch so viele Eltern für ein Klinikum, was eben keine Neonatologie hat, die Kinderbetreuung nicht hat und trotzdem geht man dann als Eltern in ein solches Haus? Also in ein kleineres Krankenhaus könnte ich mir vorstellen, gehen Paare, die eben möglichst wenig Medizin erleben wollen und meinen dadurch geschützt zu sein vor medizinischen Eingriffen. Das ist aber, denke ich, ein Trugschluss, denn die Sicherheit besteht dort, wo alles vorhanden ist, wo eben Mutter und Kind, wenn Probleme, Komplikationen auftreten, optimal behandelt werden können. Aber wir können sehr gut zwischen Geburtshilfe, also einer physiologischen Geburt, und Geburtsmedizin unterscheiden. Und das kann man eben besonders gut, wenn in der Geburtshilfe sehr viel Erfahrung vorhanden ist. Und wir auch im Team, jetzt im geburtshilflichen Team mit den Hebammen und die Ärzte sehr eng zusammenarbeiten. Ich glaube tatsächlich, dass man sich auch in der Schwangerschaft gar nicht damit auseinandersetzen möchte, dass irgendwas nicht gut ist. Also, und damit für sich auch nicht überlegt, dass die Geburt nochmal ein ganz besonderer Moment ist, der auch viele Eventualitäten hat. Und ich glaube, viele verschließen sich davor und glauben, wenn nur die Atmosphäre stimmt und die Vibes stimmen, dass dann alles gut wird. Das ist ein Trugschluss, aber ich glaube doch, dass der in dieser Gesellschaft, wie wir sie so haben, mit so vielen gesunden Kindern und so vielen Geburten, wo es um eher Nebensächlichkeit, also aus unserer medizinischen Sicht eher um Dinge ging, wo wir sagen würden, die sind für Mutter und Kind Gesundheit, also sowohl somatisch als auch psychisch nicht so entscheidend, dass man da vergisst, dass es auch mal ganz anders sein könnte. Es ist ja auch politisch ein emotionales Thema. Das heißt, viele kleine Kliniken stehen vorm Aus. Gerade Geburtshilfen, Kinderkliniken haben erhebliche Probleme. Was würden Sie beide Eltern raten, die jetzt eben in der Entscheidung stehen, dann ich gehe in ein kleines Kreiskrankenhaus, was nur 50 Geburten hat, das große Krankenhaus angucken und das kennenlernen, das Angebot und die Vorteile? Oder wo würden Sie die Empfehlung setzen? Also in jedem Fall das große Krankenhaus angucken. Und was Frau Schmidtke gesagt hat, dass manche Dinge einfach auch in Vergessenheit geraten sind, ist eben durch die gute Geburtshilfe und gute Geburtsmedizin in den letzten, sage ich jetzt mal, 30 Jahren entstanden, dass viele Paare gar nicht mehr wissen, dass es Komplikationen oder schwerste Komplikationen geben kann. Und ich würde in jedem Fall immer dazu raten, das große Krankenhaus anzugucken und vielleicht auch noch ein benachbartes großes Krankenhaus. Die Entscheidungen werden getroffen, dann aus dem Bauch heraus, wo gefällt es mir am besten, wo fühle ich mich am besten gesehen oder angesprochen.
Aber die Sicherheit steht, ist für viele werdende Eltern auch ganz hoch gehängt. Und auch bei unkomplizierter Geburt wollen die Paare sehr gerne in ein Perinatalzentrum Level 1, weil sie wissen, dort ist alles vorhanden, falls es Komplikationen gibt. Was auch schwierig ist, ist, Mitarbeiter zu halten, Mitarbeiter zu gewinnen. Es gibt einen Mangel an erfahrenen Ärzten, Ärztinnen. Es gibt einen Mangel an Kinderkrankenschwestern. Es ist schwer, Hebammen zu bekommen, gerade auf dem Land. Wie schaffen Sie das, 24/7 die Dienstreihen zu besetzen? Also wir haben uns einerseits klar entschieden, Berufsgruppen und fachübergreifend zu leiten. Also wir sind ein Leitungsteam aus allen Teilen, in denen wir zusammenarbeiten, von der Wochenstation, aus dem Kreißsaal, aus dem ärztlichen Bereich Geburtshilfe, aus der Neonatologie, aus der Pflege und von den Ärzten, sodass alle Berufsgruppen tatsächlich und ernsthaft vertreten sind und wir uns einfach auch gut austauschen können. Und wir haben uns Fördern und Fordern auferlegt. Also das Fördern in dem Sinne, es soll Platz für jeden sein, der Lust auf diese Berufe hat. Er soll seinen Weg sehen können und wir versuchen, den für ihn zu entwickeln. Und fordern in dem Sinne, dass wir uns wirklich komplizierte Anforderungen gesetzt haben. Also wir wollen eine natürliche Geburt, wir wollen aber jederzeit bereit sein, auch auf die schwierigsten Situationen gut reagieren zu können. Wir wollen unreifste Kinder betreuen und wir wollen reife Kinder betreuen, die schwer krank sind. Und damit das gut gelingt und einen Weg in ein gutes Leben darstellen kann, müssen wir nicht nur Spitzenmedizin machen, sondern wir müssen auch die Umgebung gestalten. Und zur Gestaltung der Umgebung gehört Mutter und Kind nicht trennen und die Bedürfnisse des Kindes in der Betreuung sehr genau sehen, eine entwicklungsfördernde Betreuung zu machen. Das sind zwei Schlagwörter, die da babyfreundlich und entwicklungsfördernde Betreuung heißen. Das ist ein irrsinniges Niveau, was unser Team da leisten muss und in dem es sich immer wieder schult und kontrolliert. Das ist der Teil fordern. Und wenn man das eben berufsgruppenübergreifend im Leitungsteam auf den Weg bringt, dann ist das so eine hohe Verbundenheit mit dem Team und auch so eine hohe Lust, da dabei zu sein und das auch zu können und zu machen, dass es uns wirklich gut gelingt, richtig tolle Teams zu haben und weiter zu vergrößern und auch zu halten. Ich glaube, Sie sind ein tolles Team, beide miteinander. Man spürt das, auch die Fröhlichkeit einer der fantastischen Berufe überhaupt und erfüllend. Alles Gute und herzlichen Dank von mir. Vielen Dank. Vielen Dank.